Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist Katalogstart und ich wollte euch heute einige Infos geben, einmal zum Katalog selber und dann zu coolen Aktionen, die jetzt im Mai laufen, denn man kann sagen, alles neu macht der Mai. Und dazu gibt es einiges zu erzählen. Ich werde euch dazu auch so eine kleine Timeline oder eine Zeitangabe in die Infobox unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr gucken, was für euch interessant ist, was ihr vielleicht schon wisst oder was ihr nochmal genauer anschauen wollt. Also ich würde es so gliedern, dass ich jetzt mal starte mit dem Katalog. Ich würde den mit euch ein bisschen durchgehen, würde euch da verschiedene Tipps sagen, Sachen, auf die ihr achten könnt, Dinge, die wichtig sind und werde mit euch den Katalog ein bisschen durchgehen, genau. Dann werde ich euch was erzählen zu den Angeboten, die es jetzt im Mai und teilweise im Juni gibt. Einmal für Einsteiger und einmal für alle Kunden oder größere Bestellungen, die man aufgibt. Und dann möchte ich euch noch sagen, was denn die Zukunft bringt. Ein paar wichtige Infos gibt es da noch, die ich gerne weitergeben würde. Und genau, ich werde euch, wie gesagt, die Zeitangabe und den Punkt, den ich dann anspreche, unten in die Infobox setzen und dann könnt ihr da auch weiterschalten. Und jetzt starten wir einfach mal mit diesem wunderschönen Katalog. Denn ab heute ist er gültig und zwar ganz genau die Daten kann ich euch jetzt sagen, und zwar von, ich darf ihn euch auch jetzt schon zeigen, von 4. Mai 2021 bis 2. Mai 2022 ist dieser neue Katalog gültig. Wie kommt ihr an diesen Katalog? Falls ihr den noch nicht habt und falls ihr noch keinen Demonstrator habt, könnt ihr den Katalog bei mir immer bestellen. Bei mir ist es so, meine Kunden, die im letzten halben Jahr was bei mir bestellt haben, bekommen die Kataloge immer automatisch zugeschickt. Also die haben die jetzt schon vor ein paar Wochen bekommen. Sobald ich die erhalte, gebe ich die dann auch weiter, verschicke die kostenlos an meine Kunden. Wenn jetzt jemand Kunde bei mir ist und halt vor über einem halben Jahr mal bei mir bestellt hat, kann der den jederzeit kostenlos anfordern. Dazu verlinke ich euch jetzt mal hier oben dieses Katalogbestellformular für Kunden, die schon mal bei mir bestellt haben. Die bekommen den Katalog natürlich auch kostenlos zugeschickt. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit für jeden, der jetzt neu ist, einen Katalog haben möchte, noch nie bei mir bestellt hat oder eben einfach noch keinen Demonstrator hat. Das heißt, er braucht einen Demonstrator, wo er bestellen kann. Dann könnt ihr das auch bei mir anfordern, auch über dieses Formular, das ich euch jetzt hier oben nochmal verlinke. Bei mir ist es so, wir als Demonstratoren müssen die Kataloge ja auch bezahlen. Also ihr seht es auch, auf dem Katalog ist auch der Preis hinten abgedruckt. Und wir bezahlen die Kataloge und natürlich auch den Versand. Und deswegen habe ich jetzt für mich so entschieden und mache es jetzt so, dass ich diese Kataloge nicht mehr kostenlos verschicke, sondern bei mir kostet der Katalog 5 Euro. Beinhaltet also Katalog und Versand, auch wenn es zwei Kataloge sind, die man aktuell verschicken kann. Immer der gleiche Preis, 5 Euro, das ist so eine Pauschale. Und wenn ihr dann aber bei mir bestellt, dann bekommt ihr diese 5 Euro in eurer ersten Bestellung sozusagen wieder zurückerstattet als Gutschrift, weil ich einfach finde, dass das also für mich, für meine Kunden zum Kundenservice dazugehört, dass ihr die Kataloge natürlich kostenlos erhaltet. Und so ist es auch, wenn ihr eine neue Bestellung aufgibt. Wenn ihr den Katalog vorher bei mir bestellt habt und die 5 Euro bezahlt habt, dann kriegt ihr die natürlich wieder erstattet in eurer ersten Bestellung. Genau. Also so kommt ihr an den guten Katalog, an das gute Stück. Und jetzt möchte ich euch einfach ein paar Tipps dazu erzählen, ein bisschen Infos geben und den einfach mal mit euch ein bisschen durchblättern. So. Also am Anfang wird ein bisschen was über die Stampin' Up! Familie erzählt, über die Gründer und die Familienmitglieder. Und dann habt ihr hier, das finde ich immer ganz cool, so ein Inhaltsverzeichnis. Also hier seht ihr das Inhaltsverzeichnis, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klein im Video. Ich kann auch noch ein kleines bisschen näher hingehen. Vielleicht seht ihr das so ganz gut. Das sind so verschiedene Anlässe, zum Beispiel Weihnachten, Geburtstag, Liebe, Dank und Unterstützung. Und ihr findet diese Reiter dazu dann immer auch hier oben nochmal abgebildet. Also hier steht jetzt zum Beispiel Alltagsanlässe oder Geburtstag, wenn ihr da oben guckt. Das sind eben die Sachen, die hier vorne abgebildet sind. Von Seite 60 bis 61 ist jetzt zum Beispiel der Geburtstag. Und das habt ihr dann hier oben auch nochmal klein stehen. Und es zieht sich so durch den ganzen Katalog, dass ihr hier oben immer so diese kleinen Abschnitte oder Inhaltsverzeichnisse findet. Auf der nächsten Seite seht ihr dann etwas, was ich ganz wichtig finde, und zwar einmal alle Farben im Überblick. Das ist natürlich sehr schön, wenn man das mal so sieht, was es alles für schöne Farben gibt. Und hier seht ihr, was es für Symbole im Katalog gibt oder was es für Stempel gibt. Also es gibt ja diese Gummistempel, das sind die roten, und die Klarsichtstempel, die sind eben wirklich durchsichtig. Und das sieht man hier auch nochmal beschrieben. Genauso, was man beachten kann, zum Beispiel ob sich ein Projekt ganz schnell nachbasteln lässt, sieht man bei den Beispielen immer mit dieser Uhr.
ob sich um ein neues Produkt handelt und in welchen Sprachen das zum Beispiel angeboten wird, das Stempelset. Also das finde ich immer ganz cool, wenn man das weiß und wenn man das dann auch nachlesen kann. Dann kommt ihr zu einer Seite, die ein bisschen was Neues für uns bringt, und zwar sind es diese Projektsets. Die sind dann schon komplett fertig. Also da ist dann schon alles drin, was man braucht. Ich habe noch keine genauen Informationen, wie das Ganze funktionieren wird. Alle aktuellen Informationen findet ihr immer auf meiner Webseite www.babsis-bastelwerkstatt.de. Da schreibe ich euch das dann natürlich auch rein, sobald ich da nähere Infos habe, denn die kriegen wir jetzt auch erst mit Katalogstart. Und ich nehme das Video jetzt schon ein paar Tage vor Katalogstart auf. Genau. Aber es sollen Sets sein, die total unterschiedlich sind und wo teilweise Stempelsets dabei sind, teilweise nicht und wo auch schon viel vorgeschnitten ist, wo man einfach zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen kann oder wo man einfach mal so zwischendurch mal mehrere Sachen einfach kreativ aus sich rausholen kann, ohne dass man sich da viele Gedanken machen muss, weil man eben immer eine Anleitung dabei hat. Also freue mich schon drauf, bin gespannt, wie das wird. Dann kommen wir schon zu den ganzen Sets und hier möchte ich euch auf der Seite zum Beispiel mal zeigen, wenn ihr sowas seht, also das ist jetzt so eine Produktreihe, das heißt, es beinhaltet mehr, da ist mehr dabei, ein Stempelset, Stanzformen, hier unten sieht man die Stanzformen, Stempelset, Stanzformen, ein Designerpapier und was ich da immer total schön finde, ist diese Bezeichnung der Farben. Also ihr seht da immer so eine Übersicht, welche Farben sind denn in dem Designerpapier drin, dann hat man das gleich im Überblick und weiß, okay, wenn ich jetzt was suche oder wenn ich eine Grundfarbe zu der Karte suche, kann ich mich an das Designerpapier halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine winterliche oder eine herbstliche Karte machen möchte, könnte ich hier zum Beispiel auf das Waldmoos zurückgreifen oder auf Olivgrün als Grundkarte oder Zimtbraun und könnte da dann dazu mit dem Designerpapier eine Karte gestalten. Produktreihen und so, das erkläre ich euch gleich. Jetzt gucken wir mal, was ich mir noch alles einmarkiert habe. Was ich als Tipp immer total wichtig und wertvoll finde und was ich hoffe, dass ihr das jetzt gut seht, ist zum Beispiel an diesem Beispiel. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es im Katalog jetzt raus, ob es im Video jetzt rauskommt. Vielleicht sieht man es hier ein bisschen besser. Also ihr habt, wenn ihr den Katalog vor euch liegen habt, dann seht ihr, dass zum Beispiel diese Blume auf Seite 21 ist so leicht gelblich hinterlegt. Diese Blume ist hinterlegt, die Ananas ist hinterlegt, das Blatt und die Palmen. Und das bedeutet, da gibt es etwas Passendes dazu. Also es ist so ganz zart, dezentes Gelb im Hintergrund. Ich weiß wirklich nicht, ob es jetzt in der Kamera rauskommt. Wichtig ist, dass es da, wenn es so leicht hinterlegt ist, etwas Passendes gibt, das hier unten dran steht. Passend zu den Stanzformen tropisch. Seht ihr diesen Spruch? Da ist nochmal so ein kleines Symbol. Und ich zeige es euch mal auf der nächsten Seite. Bisher war das eigentlich immer so, dass Sachen, wo mit Stanzen, also mit Handstanzen, zusammen kombinierbar sind oder als Set erhältlich sind, die waren immer so leicht blau hinterlegt und die Stanzformen gelb oder andersrum. Ich glaube, es war aber blau und gelb. Und jetzt ist es so, es ist alles gelblich hinterlegt oder nochmal so leicht weiß hervorgehoben. Also es ist, wenn ihr es vor euch habt, dann seht ihr das. Ich habe jetzt hier als Beispiel die Libellen, die sind leicht hinterlegt. Vielleicht sieht man den Unterschied, hier ist keine Umrandung, hier ist eine leichte Umrandung. Und hier unten sieht man drunter, okay, da gibt es passende Stanzformen dazu. Es gibt dann so Produktpakete, das heißt, man spart sich 10%, wenn man das Ganze als Produktpaket kauft. Das ist natürlich besser, wenn ihr beide Sachen wollt, wie wenn ihr das einzeln kauft, weil ihr euch 10% spart. Das ist eben hier unten nochmal aufgeführt. Und man sieht es auch, normalerweise, wenn ihr euch die Stanze einzeln kaufen würdet und das Stempelset einzeln, müsstet ihr 50 Euro dafür zahlen. Und wenn ihr das als Set mit dieser Bestellnummer kauft, dann müsst ihr nur 45 Euro dafür bezahlen. Und man sieht eben hier in der Beschreibung, also diese Produktsets, die gibt es nicht immer. Wenn es die aber gibt, stehen die drunter. Und dann seht ihr hier in der Beschreibung dann auf jeden Fall passend zur Stanze Libellen. Also dass es zu diesem Stempelset eine passende Handstanze gibt. Bei dem Set hier vorne, habt ihr gesehen, da gab es jetzt keinen 10% Rabatt, weil es eben schon länger im Programm ist und man das eigentlich immer nur zeitlich begrenzt mit diesen Sets anbietet. Also hier gab es das Set mal als Kombination mit diesem 10% Rabatt, gibt es jetzt aber nicht mehr und deswegen steht hier nur passend zu den Stanzformen tropisch. Und wenn ihr euch die Stanzformen genauer anschauen wollt, dann steht da auch immer noch die Seitenangabe dabei, Seite 163. Und dann seht ihr hier auf Seite 163 genau das Stanzset und was da noch alles dabei ist. Da ist nämlich oft noch mehr dabei, als hier eben nur hinterlegt ist.
Ihr habt ja zum Beispiel noch eine große Ananas und so. Also da sind noch viel mehr Teile dabei in diesen Stanzformen, wie jetzt hier drauf sind und hinterlegt sind. Deswegen rentiert sich das immer, wenn man das sieht, da ist was hinterlegt, so ein bisschen weiß-gelblich, also sehr dezent ist das, aber es ist so ein bisschen hervorgehoben. Dann guckt man einmal mal nochmal auf die Seite, wo die Stanzformen sind und kann sich dann da die Stanzformen genau anschauen. Hier nebendran zum Beispiel sieht man auch, da gibt es auch Stanzformen dazu. Oben auf den Bildern sieht man es jetzt auch ein bisschen. Aber ich finde, da muss man schon ein bisschen genauer schauen, dass man das auch wirklich sieht und merkt, da gibt es noch was dazu. Also immer darauf achten, wenn was hinterlegt ist, dann habt ihr noch was dabei. Hier eben die Handstanzen bei den Libellen und daneben sieht man jetzt zum Beispiel auch das wieder hinterlegt. Da gibt es eben auch wieder Stanzformen dazu. Und das kann man hier unten dann immer ganz schön lesen. Also entweder steht Stanzformen oder Stanze dabei, je nachdem eine Handstanze oder eine Stanzform für die Stanz- und Prägemaschine. Und wichtig ist eben immer, dass ihr darauf achtet, ob es vielleicht dieses 10% Rabatt, diesen Button gibt, dass man da sich noch was sparen kann, wenn man das als Set kauft, wenn es es als Set gibt. Und da ist vielleicht auch noch so der kleine Tipp, wenn ihr jetzt hier, wie hier unten sieht man ja dieses 10% relativ klein, also die Stanzformen sind hier relativ klein abgebildet, dann habt ihr hier hinten immer noch mal die Seitenangabe, wo ihr euch die Stanzformen ein bisschen größer anschauen könnt. Also Seite 159 in diesem Fall. Bietet hier oben nochmal ein Bild, wo man die Stanzformen sieht und vielleicht auch nochmal eine neue Kartenidee dazu bekommt. Die nächste Seite ist auch so eine Beispielseite, die ich euch erklären möchte, denn ich habe es ja vorher schon erwähnt, es gibt auch so Produktreihen. Also sowas wie eine Stanze und ein Stempelset zusammen ist ein Produktpaket und sowas wie eine Stanzform für die Stanzmaschine und ein Stempelset ist auch ein Produktpaket. Und dann gibt es noch die sogenannten Produktreihen. Das sind meistens im Katalog so ziemlich groß abgebildet, wie jetzt zum Beispiel hier die Stiefmütterchen. Und das sieht man auch hier oben, steht das ganz schön geschrieben, Produktreihe. Seht ihr das? Produktreihe Stiefmütterchen und da steht auch eine Bestellnummer und ein Preis dabei. Und unten drunter seht ihr dann genau aufgelistet, was gehört da alles dazu. Bei Produktreihen ist eigentlich immer noch ein Designerpapier dabei. Bei dieser Produktreihe ist es jetzt zum Beispiel so, man hat das Produktpaket, das heißt das Stempelset mit den passenden Stanzformen, also diese beiden hier. Dazu gibt es ein Designerpapier. Das sieht man dann oft hier oben abgebildet. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal die Farben. Auch seht ihr immer hier noch die Seite, wo ihr das Designerpapier genauer anschauen könnt. Ich zoome euch da mal ein bisschen näher ran, dass ihr das genauer lesen könnt. Sonst bin ich immer so weit weg. Also ihr seht hier auch die Seitenangaben. Und es gibt dann oft auch noch so Accessoires dazu, wie jetzt hier zum Beispiel die Hummeln. Die sind auf Seite 141. Im letzten Katalog, fand ich, war das ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Da hat man das ein bisschen besser gesehen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel die Hummeln hier unten. Das sind so kleine goldene Hummeln. Man sieht das Designerpapier schon ein bisschen verarbeitet. Und man sieht natürlich das Stempelset ganz groß abgebildet. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen rausgehen. Und natürlich hier unten auch nochmal die Stanzformen. Aber es ist insgesamt ein bisschen kleiner abgebildet. Also man muss sich schon die Bilder auch ein bisschen angucken. Man sieht hier oben zum Beispiel, dass man aus dem Designerpapier auch Stanzformen rausstanzen kann. Also dass die Stanzformen auch um dieses Designerpapier zum Beispiel passen. Und man kann sich dann einfach die Seite mit dem Designerpapier, also 132 in diesem Fall, raussuchen. Man kann sich dann hier unten nochmal das passende Designerpapier dazu anschauen. Da stehen dann wichtig auch nochmal die Maße, 12x12 Inch Papier, also großes Papier. Die Preise einzeln, wenn man das einzeln bestellt. Man muss ja nicht immer die ganze Produktreihe bestellen, wenn einem jetzt zum Beispiel die Hummeln nicht gefallen würden, dann bestellt man sich die Sachen halt einzeln und man sieht auch nochmal die Farben und man sieht eben hier unten einfach das ganze Papier mit Vorder- und Rückseite abgebildet. Wenn einem jetzt alles aus dieser Produktreihe zusagt, also man sagt, ich finde das wunderschön, das Set, ich möchte gerne ein Stempelset haben, die Stanzformen dazu, das Papier und die Hummeln, dann kann man eben diese Bestellnummer wählen, diese Produktreihenbestellung. Bestellnummer. Und wenn man sagt, ich möchte jetzt nur, wie gesagt, das Stempelset bestellen, kann man hier die Bestellnummer suchen. Wenn man sagt, ich möchte jetzt nur das Set mit Stanzformen und Stempelset bestellen, es ist diese Bestellnummer. Und wenn man eben sagt, ich möchte jetzt nur die Hummeln haben, zum Beispiel diese kleinen Hummelchen, die da liegen, dann gehen wir wieder hier oben hin, gucken da auf Seite 141 und schauen uns die Accessoires Hummeln an und hat die dann da nochmal abgebildet.
Die sieht man jetzt hier in groß. Seht ihr die Hummeln? Und darunter ist dann auch die Übersicht mit der Bestellnummer. Also da sind schöne große Bilder drin. Und dann kann man gucken, das hat die Nummer 4. Dann hat man hier die Bestellnummer dazu nochmal extra. Also ihr findet natürlich die Bestellnummer auch hier oben. Aber wenn ihr nochmal ein genaues Bild ansehen wollt, dann geht ihr immer auf die Seite im Katalog, wo es dann nochmal genauer und größer dargestellt ist. Genau, also das ist wichtig. Ihr habt Produktpakete oder Produktreihen. Und dann noch ein kleiner wichtiger Hinweis, wie ich finde. Es gibt auch manchmal jetzt im Katalog Stanzformen, die nicht speziell an ein Stempelset gebunden sind. Also da ist es zum Beispiel hier auf Seite 57 ein ganz gutes Beispiel. Da sieht man hier so eine coole Drehscheibenkarte. Das ist natürlich einer meiner Favoriten. Wo ich jetzt einfach für mich persönlich diese Drehscheibe, die muss ich unbedingt haben. Aber das Stempelset ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Von dem her würde ich mir hier auch nur die Stanzformen bestellen. Aber ich muss natürlich wissen, wie komme ich zu diesen Stanzformen. Weil das ist ja hier jetzt als Kartenidee abgebildet. Aber man sieht jetzt nicht sofort, wie die Stanzformen aussehen. Und da ist es immer ganz gut, wenn man auf solche Symbole hier achtet. Ich nehme euch da mal, ich nehme euch mal nochmal genauer hin. Hier steht jetzt Stanzformen, der richtige Dreh. Und da sehe ich auch wieder die Seitenangabe, Seite 163. Können wir dann im Katalog genau diese Stanzformen anschauen. Guck mal, dass sie für euch im Bild sind. Also hier sieht man alle Stanzformen, die in diesem Paket der richtige Dreh dabei sind. Und das finde ich jetzt im neuen Katalog wichtig, dass man das weiß, dass man auch zum Teil Stanzformen hat, die jetzt nicht speziell auf ein Stempelset gemünzt sind. Also man sieht jetzt zum Beispiel hier, Sie sehen diese Stanzform auf Seite 57 im Einsatz. Aber es ist jetzt kein spezielles Stempelset absolut dafür ausgelegt. Das heißt, wenn ihr euch dieses Stempelset, das mit diesem Beispiel aufgeführt wird, anschaut, da ist dann nichts hinterlegt. Man sieht hier nicht, dass da eine passende Stanzform dazugehört, weil das Stempelset im Prinzip einzeln ist und die Stanzform einzeln. Und so kann man auch viele Sachen natürlich anders kombinieren. Das kann man immer machen, aber das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Das ist nämlich in diesem Katalog neu. Bisher gab es das eigentlich immer gekoppelt mit einem Stempelset. Genau. Also darauf könnt ihr achten. Ich finde als Empfehlung immer gut, wenn man sich die Bilder anschaut und überlegt, mit was ist das gebastelt, was gehört da dazu und so. Also da gucke ich immer genauer hin. Und das sind natürlich auch immer super Ideen für eigene Karten oder Farbgestaltungen für eigene Kartenideen und so. Genau. Was noch ganz interessant ist, mit Sicherheit sind zum Beispiel die Stempelsets. Die sind normalerweise immer in der vollen Größe abgebildet. Also wenn ihr jetzt dieses Stempelset anschaut, habt ihr hier diese Blüten, die sind wirklich in Originalgröße abgebildet, dass man sich vorstellen kann, wie groß sind eigentlich diese Stempeldrücke. Anhand von diesem Stempelset möchte ich euch das jetzt mal kurz zeigen. Also das Stempelset Wunderbare Blätter, habe ich mir hier jetzt den Stempel rausgenommen und lege den jetzt hier drauf. Und dann seht ihr schon, der hat wirklich die gleiche Größe, wie der Stempel dann an sich ist. Also diese Stempelsets sind eigentlich immer in der richtigen Größe abgebildet. So kann man sich das super vorstellen, wenn ich das Stempelset dann habe, wie groß ist mein Stempelabdruck. Jetzt nehme ich mir mal nach einem anderen raus, dann seht ihr das ganz genau. Den großen Blätterstempel zum Beispiel sieht man jetzt natürlich auch schön mit dem Klarsicht, wenn ich den hier drauflege. Also das ist immer die Originalgröße. Und dann gibt es eben noch als Vergleich Stempelsets, die nicht in Originalgröße abgebildet sind, weil die einfach so groß sind zum Beispiel. Und da habe ich euch jetzt als Beispiel mal das Butterfly Brilliance rausgesucht. Das ist ein wunderschöner Stempel. Und da sieht man hier diesen Bereich Originalgröße. Das heißt, der Stempel ist in kleiner abgebildet, steht hier unten Abbildung, in 45% der Originalgröße. Hier sieht man den Ausschnitt, wie es dann in Originalgröße wäre. Und ich zeige euch mal meinen Stempel. Also den kann ich nicht drauflegen, der ist natürlich viel größer. Ist jetzt auch kein Klarsichtstempel, also ich kann es euch jetzt auch nicht da drauflegen und euch zeigen, welcher Ausschnitt das ist. Aber ich möchte, dass ihr das wisst, dass ihr seht, okay, ich habe hier eben einen Stempel, der nicht in Originalgröße abgebildet ist, so wie sonst. Normalerweise sind die meisten eben richtig abgebildet, in der richtigen Größe, und manche sind eben kleiner abgebildet. Hier auch wieder gut zu sehen, es ist leicht hinterlegt. Da gibt es eine Stanzform dazu. Hier unten die Bestellnummer im Produktpaket. Ich kann 10% sparen. Und es steht auch nochmal da, zu welchen Stanzformen das passt. Ich kann mir die hinten nochmal groß anschauen. Also das ist so ein Beispiel für so alle wichtigen Dinge, die man beachten muss im Katalog. Aber die meisten Stempelsets sind in Originalgröße abgebildet.
Und sonst steht es auf jeden Fall immer dabei, damit ihr auch so ein bisschen so eine Größenordnung habt und euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Was ist noch wichtig? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt diese großen Hintergrundstempel habt oder auch diesen Schmetterling, den ich euch gerade gezeigt habe, dann müsst ihr natürlich ein bisschen darauf achten, mit was stempel ich das denn auf. Also wenn ich so einen großen Stempel habe, ich könnte mir den natürlich auseinanderschneiden, machen auch viele, wenn ich die einzelnen Stempel haben möchte. Ich persönlich lasse sie eigentlich immer eher zusammen, aber ich muss dann schon wissen, mit was stempel ich das Ganze auf. Habe ich da so einen großen Acrylblock? Normalerweise legt man sich den Stempel ja einfach auf dem Acrylblock. Dann muss ich gucken, welche Größe brauche ich dafür. Oder nehme ich das Ganze und stempel das mit dem Stamparatus, weil ich einfach so große Flächen mit dem Stamparatus auch super stempeln kann. Kann ich euch auch ein Video einblenden, wo ich die mit dem Stamparatus aufstempel. Oder eben, ich brauche einen großen Stempelblock, also einen großen Acrylblock. Und das ist auch eine ganz wertvolle Information, finde ich. Das steht nämlich auch immer dabei, hier unten. Empfohlener transparenter Block, Größe F. Und wenn man dann hinten bei den Materialien schaut, bei den Acrylblöcken, die muss ich nur immer eben schnell suchen, wo sind sie? Hier. Dann sieht man, das ist Größe F. Nebendran ist die Beschreibung, wie groß ist der? 12,4 x 15,2 cm. Auch daran kann man sich super orientieren, wie groß so ein Stempel dann eigentlich ist. Die meisten sind natürlich kleiner, man braucht den großen jetzt nicht so oft, aber als Beispiel finde ich das ganz gut. Guckt da auch immer ein bisschen drauf. Wenn ich natürlich so einen ganz großen Block habe und die meisten Stempel sind ja kleiner, könnte ich die natürlich da auch drauf legen. Aber als Tipp von mir ist schon, dass ich auch immer sehr gerne kleine Stempelblöcke habe, weil die einfach viel handlicher sind als diese großen. Also die großen braucht man eher selten. Aber wenn man mal so einen großen Stempel hat, wie den oder eben diese Hintergrundstempel, dann muss man ein bisschen darauf achten, dass man auch den richtigen Block dafür hat. Und das steht, wie gesagt, auch immer unten drunter. Was ist noch sehr wichtig? Auf der nächsten Seite, ich zoome es wieder ein bisschen raus, Seite 119 im Katalog, ist noch ein ganz wichtiger Punkt für alle, die die Karten verkaufen. Und zwar, wenn man eine Karte verkauft und irgendwas von Stampin' Up benutzt, auch wenn es nur eine Stanze ist oder nur eine Farbe, dann muss immer das Logo von Stampin' Up drauf sein. Und das findet ihr in dem Set handgefertigt. Hier ist es so ein kleines Logo. Ich zoome euch jetzt mal hin, dass ihr das genauer seht. Ihr seht hier unten den Namen vom Stempelset, den Preis, die Bestellnummer und hier ist das Logo einmal in dieser Schere verbaut und einmal nochmal extra hier oben. Das heißt, wenn ihr dann irgendwo auf der Karte dieses Stampin' Up! Logo unterkriegt, das ist Vorschrift, weil ihr natürlich mit einem Produkt oder mit mehreren Produkten von Stampin' Up! Gearbeitet habt. Das steht hier oben auch nochmal ganz gut aufgeführt auf der Seite, aber das müsst ihr natürlich wissen. Und ihr müsst natürlich wissen, in welchem Stempelset finde ich denn diesen Stempel Stampin' Up! Mit dem Logo. Da sind übrigens ganz süße Sprüche drin. Also das ist irgendwie ein Set, das man ganz viel verwenden kann. Auch wenn man gerne näht oder so, näht und bastelt, dazu eine süße Karte legt oder so. Das ist eigentlich ein echt nettes Set, finde ich. Okay, und dann kommen wir schon so ein bisschen in den hinteren Bereich des Katalogs. Da geht es mehr um Zubehör und alles, was man noch so braucht. Und da gibt es auch so ein paar kleine Tricks, die man ganz gut beachten kann. Also als erstes kommt ihr mal zu den Farbkollektionen. Es gibt ja verschiedene Farbkollektionen bei Stampin' Up!. Also es gibt die Signalfarben, die Neutralfarben, die Prachtfarben und die Pastellfarben, die Basisfarben und es gibt immer noch so In-Color-Farben. Und die normalen Kollektionen hier, diese fünf, die sind eigentlich immer gleichbleibend. Die bleiben im Sortiment. Das heißt, wenn ich in 2 Jahren einen Nachfüller für irgendwas braucht, kann ich den einfach noch bestellen. Und die In-Color-Farben, die wechseln immer wieder das Sortiment. Das heißt, hier haben wir immer Abwechslung drin, immer wieder neue Farben. Und deswegen empfiehlt sich an der Stelle, wenn ihr In-Color-Farben bestellt, weil ihr da zum Beispiel Zimtbraun, das ist eine meiner Lieblingsfarben, das ist eine Farbe, die eben nur begrenzt gültig ist. Und das muss man natürlich wissen. Ich zoome euch mal noch mal ein bisschen hin. Ihr seht nämlich hier oben die Zeiträume. Einmal von wann bis wann sind diese In-Color-Farben gültig. Von wann bis wann kann ich das Zubehör dazu bestellen, also zum Beispiel die Nachfüller, den Farbkarton und die Stempelkissen und alles. Und da steht jetzt zum Beispiel hier 2020 bis 2022. Und die neuen In-Color-Farben von diesem Katalog sind von 2021 bis 2023 bestellbar.
Und da empfehle ich immer, wenn ihr eine Farbe zum Beispiel als Stempelkissen kauft, bestellt euch einfach gleich die Nachfüller dazu, die klassischen Nachfülltinten. Dann habt ihr, ich will schon sagen auf ewig, aber sehr, sehr lange etwas von eurem Stempelkissen und ihr kommt dann, wenn die Farben aus dem Sortiment gehen, nicht in diesen Zwang oder in diesen Druck, dass ihr vielleicht die Farbe noch braucht und dass es die dann nicht mehr gibt. Wenn die Ausverkäufe starten, sind natürlich die Incolor-Produkte immer sehr schnell weg. Und wenn ihr das gleich am Anfang bestellt, wenn ihr euch die Farbe, zum Beispiel eine neue Incolor-Farbe bestellt, jetzt in Papaya zum Beispiel, wenn ihr euch da gleich das Stempelkissen und den passenden Nachfüller bestellt bei der ersten Bestellung, dann seid ihr safe und habt es und müsst euch da dann keine Gedanken mehr machen, dass ihr später nicht mehr rankommt. Also das als Tipp von meiner Seite und dass ihr halt wissen müsst, okay, die Farben, die gehen dann raus und dann komme ich da nicht mehr hin. Und die anderen Farben, die bleiben in der Regel erhalten im Sortiment. Also da gibt es alle paar Jahre irgendwann mal einen Farbwechsel, aber die Farben sind grundsätzlich die Grundfarben und über einen langen Zeitraum erhältlich. Genau, dann gibt es so Ablagesysteme für eure Stempelkissen, Blends, Nachfüller. Hier, das ist, finde ich, noch eine ganz wichtige Seite. Die muss ich selber aufsuchen. Und zwar ist 126 ist die Seite und ich zoome euch da mal nochmal hin, was ich euch da Wichtiges zeigen möchte. Es gibt natürlich die Farbfamilien auch mit bestimmten Sets zum Bestellen. Also ihr habt hier vorne alle Farbfamilie abgebildet, zum Beispiel jetzt die Signalfarben, da seht ihr, was ist da alles drin. Und da stehen jetzt die Farbkartone, die Stempelkissen, die Nachfülltinten und die Blends, die man so bestellen kann mit den jeweiligen Farben und Bestellnummern, dass man die eben einzeln bestellen kann. Und hier auf Seite, also zwei Seiten weiter, steht hier übrigens auch Farbkarton auf Seite 122, 23 und 126. Nachfüller auch, also da muss man drauf achten, aber hier erkläre ich es euch jetzt einfach mal. Da sieht man jetzt Sets und Pakete. Das heißt, ihr spart euch da nochmal was und ihr habt alles in einem. Das heißt, ich kann mir auch hier einen Farbkarton, wenn ich jetzt zum Beispiel die Farben, Signalfarben, also das ganze Farbfamilie als Set haben möchte, auch den Farbkarton passend dazu, dann könnte ich mir hier gucken, Signalfarben und möchte mir hier den Farbkarton bestellen im Set. Das heißt, ich habe dann 20 Bögen drin und zwei in je 10 Farben. Von jeder Farbe sind dann zwei Bögen da drinnen. Und wenn ich mir hier den Farbkarton bestelle, dann habe ich eben nur den Farbkarton in dieser Farbe, also jetzt zum Beispiel nur in Blutorange, da sind, steht gar nicht mal dran, hier oben steht es, 24 Bögen sind da drin. Früher war das da immer noch klein dabei gestanden. Das heißt, ich habe hier 24 Bögen nur Blutorange und wenn ich aber eine Kombination aus allen Farben möchte, dann muss ich hier gucken bei den Signalfarben und habe dann von allen Farben zwei Farben im Paket. Das gleiche gilt auch für die großen Farbpakete, also man kann auch 12x12 Inch Papier bestellen, 30,5x30,5 cm im Set. Man kann natürlich auch die Stempelfarben bestellen, das ist dann ein Paket. Und da ist es wichtig zu wissen, wenn ich das im Set bestelle, dann kommt es mir ein bisschen günstiger. Das heißt, ein normales Stempelkissen kostet ja immer 9 Euro und hier habe ich aber 10 Stempelkissen im Paket und zahlen nur 81 Euro dafür. Das heißt, ein Stempelkissen ist quasi gratis, es sind 10 im Set und die kosten mich dann halt ein bisschen weniger. Auch bei den Nachfüllern ist es so und bei den Stampin' Write Markern, die kann man auch im Set bestellen. Das sind diese Stifte. Und wenn man alle Marker haben will, gibt es dann auch noch ein Set von allen Farben. Den findet man in so einem kleinen Koffer hier unten abgebildet. Und das gleiche gilt eben auch für die Incolor-Farben. Auch hier ist es so, vielleicht muss ich euch noch ein Stück näher nehmen, dass ihr das auch lesen könnt, oder? Bei mir ist es so klein in dem Bildschirm. Auch bei den Incolern ist es so, dass es da eben auch Sets gibt. Und da muss man eben auf dieser Seite schauen. Also das steht nicht auf der anderen Seite dabei, wo alle Sachen im Überblick sind, sondern die Sets gibt es dann eben separat auf dieser Seite. Okay. Danach kommen Zubehörsets, zum Beispiel Sachen zum Kolorieren, zum Embossen, diese Strukturpasten, Schwämmchen, fürs Embossen auch zum Beispiel das Versamark, also so Kolorationstechniken. Dann findet ihr die ganzen Designerpapiere nochmal groß abgebildet und auch mit den Farben, die es gibt. Das ist natürlich super.
Ihr müsst auch da ein bisschen darauf achten, gibt es das Ganze in 6x6 Inch, also 15,2x15,2 cm oder in 12x12 Inch, das steht da immer dabei. Dann hat man so ein bisschen eine Größe, die man sich vorstellen kann, die großen Papiere, die kleineren Papiere. Spezialpapiere gibt es hier mit Glitzer und allem Möglichen. Hier ist nochmal was, was auch sehr wichtig ist und eigentlich auch zum Papier gehört. Es gibt natürlich die Grundfarben wie Grundweiß und Vanille pur. Die sind hier nochmal extra abgebildet. Hier oben, ich nehme euch nochmal an. Ich hoffe, euch wird es heute nicht schwindelig. Hin und her. Genau, also hier sieht man die Grundweiß-Farbkartone im Set. Da sind ein bisschen mehr Bögen drin, also nicht nur 24, sondern 40 Seiten. Und die extra starken Farbkartone und die extra großen, das heißt die 12x12-Inch Papiere in Vanille pur und Grundweiß sind hier abgebildet, wo ihr die Bestellnummern findet. Hier unten sind auch nochmal Kuverte, Spezialpapiere, also das ist auch eine wichtige Seite, finde ich, 136 jetzt in diesem Fall. Also was gibt es für Umschläge? Es gibt diese Klarsichtumschläge. Es gibt noch Farbkartone in Seidenglanz, das ist auch vielleicht ganz wichtig, wenn man koloriert, dass man dann dieses Papier nimmt. Aquarellpapier, Spezialpapier, also da ist nochmal so ein bisschen was, was eigentlich zum Papier gehört. Das nehme ich euch nochmal raus. Dann gibt es so kleine Verpackungen und Tüten, die schon fertig sind. Das ist super für Geschenke. Ihr findet dann die Bänder, die Accessoires, die kleinen Glitzis. Also das ist alles schön groß nochmal abgebildet und unten mit den Bestellnummern dazu. Diese Seite hatten wir schon, das ist aber auch eine sehr wichtige Seite, Stempelzubehör. Natürlich die großen transparenten, also die Acrylblöcke, die ihr braucht, um die Stempel aufzunehmen. Die Säuberungsunterlagen, die Unterlage zum Stempeln, diese Stempelperforiermatte. Genau. Dann kommen die Stanzen, die mit Paketen verfügbar sind. Das ist auch toll. Steht nochmal groß drüber, Stanzen und Pakete, also Pakete mit Stanzen. Nachher kommen Pakete mit Stanzformen. Wenn ihr also ein Stempelset habt und dazu die passende Stanze, seht ihr das hier nochmal extra und separat aufgeschlüsselt. Und vor allem, ihr seht hier auch nochmal neue Kartenideen, die jetzt vorne bei den Stempelsets nicht drauf sind. Das finde ich hier sehr schön im Überblick. Nochmal die Sparangebote kann man hier nochmal nachschlagen, wenn man also zum Beispiel die Chillkröten möchte oder die Erdbeeren, dass man hier halt nochmal eine neue Idee hat zu dem Set und dazu dann das Sparpaket gleich sichern kann. Dann haben wir die Stanzen, die es jetzt nicht mehr im Sparpaket gibt. Da gibt es auch oft Stanzformen mit Stempelsets, die dazu passen. Oder eben einzelne Stanzen, die man zum Beispiel wie Anhängerstanzen oder sowas verwenden kann, Etiketten. Genau, hier sieht man auch nochmal viel. Dann gibt es die Arbeitsmittel und Schneidewerkzeuge, das heißt alles, was man so als Grundausstattung fast schon braucht. Den Papierschneider, die Nachfüller, die Schneideklingen, Aufhebhelfer, Schere, Falztool, also da ist nochmal alles aufgeführt. Hier kommt jetzt die Stanzmaschine. Es gibt ja die große und die kleine Stanzmaschine und alles, was dazugehört, gibt es hier nochmal aufgeführt. Und dann kommen die Prägematten. Die sieht man hier nochmal sehr schön abgebildet, finde ich. Steht auch immer dabei, ob es eine 3D-Prägeform ist oder eine normale Form. Dazu kommt bald ein Video von mir. Wenn es online ist, verlinke ich es euch hier schon mal, aber ich glaube, es kommt erst später, dass man weiß, mit was man prägt. Und die Symbole sind auch ganz wichtig, auch bei den Stanzformen nachher. Dann ist es auch immer abgebildet, wenn so eine Maschine dabei ist, dass das auch für die Mini geht. Also ihr habt ja die große Maschine und die kleine Maschine. Und wenn die Prägeform durch die kleine passt, dann ist das auch hier nochmal gekennzeichnet. So ist es dann nachher auch bei den Stanzformen. Genau, hier sind die Pakete mit Stanzformen. Das heißt, wenn ich ein Stempelset habe und eine Stanzform für die Stanz- und Prägemaschine passend dazu, ist es hier nochmal gut abgebildet. Man sieht hier unten die Bestellnummern dazu im Produktpaket. Und eben die Stanzformen an sich und dann immer noch mal eine neue Kartenidee, was ich immer total schön finde, wenn man was ausgesucht hat, was einem gut gefällt, dass man da noch mal ein neues Beispiel dazu bekommt. Und dann gibt es noch mal eine Seite mit nur Stanzformen, wo es jetzt keine Produktsets gibt, also wo man nicht diesen 10% Rabattvorteil hat. Aber hier muss man wieder gucken, es gibt trotzdem Stempelsets dazu teilweise. Hier steht jetzt dabei, passend zum Stempelset. Ware Klasse. Genau. Das kann man immer noch beachten. Dann kommen die Klebemittel, alles was es gibt. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt,
auf den ich jetzt noch eingehen möchte. Dann sind wir durch mit dem Katalog, das ist, glaube ich, doch relativ lang geworden. Aber es sind halt viele Sachen, die man beachten kann. Und gerade als Anfänger sind wir vielleicht über den einen oder anderen Tipp da sehr froh. Es gibt Shoppingvorteile. Was sind Shoppingvorteile? Also Shoppingvorteile bekommt man immer, wenn man einen Bestellbetrag von 200 Euro ohne Versandkosten erreicht. Das seht ihr hier, das ist die Übersicht. Und dann steht daneben 10% Shoppingvorteile. Und das bedeutet, ihr dürft euch, wenn ihr für 200 Euro bestellt, noch für 10% Gratisartikel aussuchen. Egal was aus dem Katalog. Also Kleber, Designerpapier, Stempelset oder was auch immer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel für 210 Euro bestellen würdet, würdet ihr für 21 Euro was aussuchen dürfen. Oder für 220 eben dann für 22 Euro. Es staffelt sich immer so nach oben. Bei 375 Euro sind es dann schon 12% von dem Bestellbetrag. Bei 550 sind es 14% und bei 725, ab 725 sind es 16% vom Bestellbetrag, die man sich gratis aussuchen kann. Die Besonderheit ist, ab 550 Euro gibt es immer noch einen Artikel zum halben Preis dazu. Und zwar könnt ihr euch zum Beispiel ein Produktpaket aussuchen, wenn ich jetzt sage, mir gefällt, was schlage ich auf hier, zum Beispiel dieses Set. Elegant gesagt, das kostet jetzt 45 Euro, dann könnte ich mir das zum halben Preis noch gratis dazu in meine Bestellung legen. Also zum halben Preis. Der halbe Preis kommt dann noch drauf. Wichtig ist auch, sobald ihr die 200 Euro erreicht, könnt ihr euch auch die sogenannten Gastgebersets aussuchen. Finde ich, ist ein bisschen schwierig benannt, weil das hat ja nichts mit Gastgeber zu tun, sondern einfach mit eurem Bestellbetrag. Und da findet ihr ab Seite 170 die passenden Sachen, die man sich da aussuchen kann. Das sind entweder Stempelsets. Jetzt im neuen Katalog gibt es auch ein Papierpaket. Das finde ich ganz toll. Also das könntet ihr euch dann alles aussuchen. Die sind meistens etwas günstiger. Also wenn man hier schaut, dieses Stempelset hier unten, das kostet nur 12 Euro. Und deswegen habe ich dann auch mehr von meinen Shoppingvorteilen, wenn ich natürlich da vielleicht das ein oder andere reinpacke. Und diese Sets kann man normalerweise nicht kaufen, auch das Papier nicht. Sondern die kann man sich eben nur über diese Shopping-Vorteile einlösen. Aber ihr könnt natürlich auch jedes andere Stempelset aus dem Katalog nehmen. Papier, Kleber, egal was. Also da seid ihr bei den Shopping-Vorteilen total frei, was ihr wählt. Eine wichtige Sache noch zu diesem Artikel zum halben Preis, den es ab 550 Euro gibt. Da kriegt ihr also einmal 14% von eurem Bestellbetrag, die ihr euch gratis aussuchen dürft, und dann noch einen Artikel zusätzlich zum halben Preis. Das Einzige, was hier nicht funktioniert, ist die große Stanzmaschine. Die könnt ihr nicht zum halben Preis wählen. Und was auch nicht geht, sind die Produktreihen. Also Produktpakete, Stempel und Stanze oder Stempel und Stanzform. Das funktioniert alles super. Aber Produktreihen, wo jetzt Papier und die Hummeln zum Beispiel noch dabei sind, das, wo wir vorher als Beispiel hatten, das geht dann nicht zum halben Preis. Genau, das müsst ihr wissen. Und jetzt, glaube ich, bin ich schon ganz außer Atem, haben wir alles. Hinten findet ihr noch einen Stempelindex, wenn ihr einen Stempel nach Namen sucht, wo ihr den auf welcher Seite ihr den bekommt. Ihr seht hier auch ganz cool, das ist vielleicht auch nur ganz witzig zum Erwähnen, in welchen Sprachen das Stempelset zum Erhalten ist. Ich mache euch da mal ganz nah. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Alles Schöne und Gute des Stempelset auswähle, hier vorne, sehe ich hier hinten gleich, in welcher Sprache ist es noch verfügbar. Da kann ich dann über den Online-Shop schauen. Genau. Ja, Zubehörindex gibt es auch noch ganz hinten. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder so nah da. Aber dann haben wir den Katalog schon einmal durchgearbeitet und ich hoffe, ich habe euch alles Wichtige gesagt. Und ihr kennt euch jetzt voll aus und wisst, was ihr beachten müsst im Katalog. Wie ihr bestellen könnt, das könnt ihr so machen, dass ihr bei mir direkt bestellt oder über den Online-Shop geht. Ich verlinke euch hier meine Webseite, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr über den Online-Shop bestellt. Das ist für mich immer noch ein bisschen leichter. Ansonsten könnt ihr mir auch über mein Bestellformular eine Bestellung schicken oder per E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com. Bei mir persönlich könnt ihr mit Überweisung bezahlen. Es ist immer alles per Vorkasse. Das heißt, sobald der Betrag bei mir auf dem Konto ist, kann ich für euch die Bestellung abschicken. Im Online-Shop habt ihr auch die Möglichkeit, dass ihr mit PayPal und Kreditkarte bezahlt. Die beiden Möglichkeiten gibt es da. Und der Online-Shop hat natürlich als großen Vorteil, dass ihr gleich seht, was ist bestellbar, was nicht. Und dass es noch ein bisschen schneller geht, weil es ja nicht über zwei Ecken geht, sondern ihr bestellt ja direkt. Also mein Online-Shop, wenn es da noch reinpasst, zumindest meine Bestellseite verlinke ich euch da. Ich glaube, den Online-Shop kann ich nicht direkt verlinken, aber da könnt ihr gleich direkt bestellen.
Ich werde euch auch ein Video aufnehmen, vielleicht verlinke ich euch das hier. Das habe ich schon aufgenommen, das kommt aber wahrscheinlich erst in einer Weile raus, wie man im Onlineshop bestellt. Und da könnt ihr auch nochmal genau gucken, was ihr beachten müsst und was es alles, wie man das handhabt, weil das eigentlich ganz einfach ist. Und ja, das soll euch noch ein bisschen unterstützen. Ihr Lieben, ich muss jetzt kurz einen Schluck trinken und dann machen wir gleich weiter mit den tollen Angeboten, die es gibt. So, und jetzt machen wir mit dem nächsten Punkt weiter. Das ist diese ganz besondere Aktion, die ich euch vorstellen möchte. Und da geht es um die Shopping-Vorteile. Die habe ich euch ja gerade erklärt und deswegen wollte ich jetzt hier gleich weitermachen mit dem Thema. Denn es gibt eine Aktion, also die normalen Shopping-Vorteile, die bekommt ihr immer das ganze Jahr, auch während der Celebration. Und es gibt jetzt eben eine Aktion, die ist vom 4. Mai bis 14. Juni. Und die bietet nochmal zusätzliche Shopping-Vorteile an. Und das ist auch total spannend, gerade jetzt zum Katalogstart, wenn man da meistens doch eine längere Wunschliste hat. Nehme ich mal ein bisschen näher hin. Dann ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Aktion. Und zwar bekommt ihr, egal ob ihr eine Party macht oder nicht, ist ja eh gerade schwierig mit Partys machen, bekommt ihr, wenn ihr eine Bestellung habt mit einem Bestellbetrag von 275 Euro, bekommt ihr nochmal zusätzliche Gratis-Vorteile. Das heißt, ihr bekommt die ganz normalen Shopping-Vorteile, die man ja ab 200 Euro bekommt. Diese 10% bekommt ihr natürlich bei 275 auch. Das heißt, ihr bekommt 27,50 Euro an Gratis-Budget, das ihr euch aussuchen dürft. Und ihr bekommt zusätzlich nochmal 27 Euro dazu. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bestellung aufgebe von 275 Euro, dann bekomme ich 54 Euro und 50 Cent zum Gratis aussuchen. Und wie gesagt, ihr dürft euch da alles reinnehmen, was ihr wollt. Egal was, könnt ihr euch für 54 Euro schon mal richtig was aussuchen. Und ihr könnt euch natürlich auch die sogenannten Gastgebersets auf den hinteren Katalogseiten 170 und 171 aussuchen, wie zum Beispiel diese Stempelsets oder das Papier oder eben alles andere aus dem Katalog, egal was halt im Budget ist. Stempelsets, Stanzformen sogar, also da könnt ihr ja richtig in die Vollen greifen. Stemperatos, was auch immer. Wenn ihr jetzt da 3 Euro drüber seid, dann könnt ihr das auch drauflegen. Also das macht jetzt nichts. Ihr müsst jetzt nicht ganz genau für 54,50 Euro bestellen. Aber das ist so dieser Bereich, in dem ihr euch gratis Sachen aussuchen dürft. Total super. Und der Zeitraum ist eben von 4. Mai bis 14. Juni. Also nicht nur ganz am Anfang, sondern es geht sogar noch weiter. Und es hat nichts damit zu tun, ob man eine Party veranstaltet oder nicht, sondern es geht einfach um den Bestellwert, den ihr erreicht, ab 275 Euro. Den Artikel zum halben Preis bekommt ihr weiterhin ab 550 Euro. Um euch das Ganze mal als Beispiel zu verdeutlichen, wie das Ganze funktioniert, habe ich gedacht, ich schreibe euch das jetzt mal ein bisschen auf. Ich finde, es ist immer ein bisschen einfacher, wie wenn man es nur erklärt. Jetzt brauche ich nur noch einen großen Stift, ein bisschen dickeren. Den da. Also wenn ich jetzt eine Bestellung hätte für 550 Euro, würde ich ja 14% Shopping-Vorteil erhalten. Wie viel ist das? 14% von 550, also 550 geteilt durch 100 mal 14 ist 77 Euro. Genau. Dann erhalte ich zusätzlich die 27 Euro. Und ich erhalte noch einen Artikel zum halben Preis. Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel das teuerste, was ich jetzt gerade gefunden habe oder was mir spontan einfällt, sind diese Marker hier unten. Die kosten 153,75 Euro. Wenn ich mir die jetzt auswählen würde, ist ja egal, was ihr nehmt, mache mir geteilt durch 2 und bekomme jetzt hier nochmal die Hälfte geschenkt, dann sind wir bei diesem Preis, wo ich dafür bezahlen muss und was ich dafür geschenkt bekomme, hätte ich einen Vorteil von 180 Euro und 6 und Quatsch, 88. Wow. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, das ist ein Achter. Das ist nur das Aufrunden entstanden. Wo ich gratis bekommen würde. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Stanzpaket für 40 Euro nehmen würde, dann würde ich halt 20 Euro einsparen. Aber das könnt ihr eben so handhaben, wie ihr wollt. Ihr müsst dann am Ende natürlich immer noch euren Betrag bezahlen. Dann den halben Preis muss man ja trotzdem zahlen. Und ihr müsst immer noch die 5,95 € Versandkosten dazu berechnen, damit ihr wisst, was ihr dann bezahlen müsst.
Aber hier könnt ihr sehen, was ihr euch alles sparen könntet, wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses ganz teure Produkt nehmen würdet und das zum halben Preis seht. Wichtig ist eben die Shoppingvorteile plus die 27 Euro plus der halbe Preis. Und das ist das, was dann eben noch dazu kommt bei eurem Bestellbetrag. So rechnet sich das Ganze aus und so steigert sich das natürlich je Bestellwert immer nach oben. Wenn ihr natürlich noch mehr bestellt, habt ihr eben dann ab 725 Euro auch noch mehr Shoppingvorteile, sind 16%. Wie gesagt, die normalen Shoppingvorteile, die gibt es ja immer. Da ist dann das hier einfach weg. Und diese 27 Euro zusätzlich, die sind jetzt in diesem Aktionszeitraum ganz besonders zusätzlich da. Hier unten steht es auch nochmal, Katalogpreis zuzüglich Versandkosten. Und ganz wichtig, bei diesem halben Preisartikel steht auch nochmal hier unten dran, was nicht funktioniert, ist zum Beispiel die große Stanzmaschine. Die kann man leider nicht als halber Preisprodukt auswählen und auch keine Produktreihen. Also Produktpakete gibt es, Stanze und Stempel und Stanze und Stanzformen gibt es. Aber Produktreihen, wo jetzt zum Beispiel wie in meinem Beispiel vorher mit diesen Stiefmütterchen, mit den Hummeln und so mit Papier, das geht nicht zum halben Preis. Genau. Also so viel zu dem Angebot, das jetzt für alle Besteller sehr spannend sein kann, gerade zum Katalogstart, weil da meistens die Liste noch größer ist. Finde ich super Aktion. Und dann gibt es jetzt noch des Weiteren ein tolles Einsteigerangebot im Mai. Und zwar gilt es von 4. Mai bis 31. Mai. Und hier gibt es auch einen zusätzlichen Sparvorteil sozusagen. Also ihr bekommt ja, wenn ihr als Demonstrator selber einsteigt bei Stampin' Up, immer ein sogenanntes Starterpaket. Ich kann euch ein Video hier oben verlinken, wenn es noch Platz hat, weil das sind jetzt, glaube ich, schon ganz schön viele. Wie ihr einsteigen könnt bei Stampin' Up, was es da so alles Tolles gibt. Und das Starter-Set gibt es immer im ganzen Jahr. Und da gibt es jetzt noch so einen Zusatz, also Starter-Paket Plus oder Starter-Set Plus nennt sich das Ganze. Normalerweise bekommt ihr in dieses Starter-Set einen Wert von 175 Euro und müsst dafür nur 129 Euro bezahlen. Und jetzt ist es in diesem Zeitraum von 4. bis 31. Mai so, dass ihr 207 Euro als verfügbaren Wert habt. Also genau 207 Euro, nicht ein bisschen mehr, höchstens ein bisschen weniger kann man da eingeben. Und müsst trotzdem nur 129 Euro dafür bezahlen. Also nochmal 32 Euro extra, das heißt 78 Euro, wo ihr einfach zusätzlich noch was aussuchen dürft und in euer Starter-Set packen dürft. Das finde ich jetzt ein ganz tolles Angebot. Auch wieder super mit Katalogstart natürlich, weil es da einfach, ja, weil man da natürlich noch mehr Wünsche hat, wie es immer so ist. Und die könnt ihr euch in euer Starter-Set packen. Genau, wenn ihr Demonstrator werden wollt oder damit eben schon länger, ja, euch das schon länger vielleicht interessiert oder ihr einfach viel bestellt, dann ist das auf jeden Fall ein ganz tolles Angebot und dann könnt ihr das gerne nutzen. Wenn ihr in mein Team kommen wollt, dann freue ich mich natürlich jedes Mal sehr darüber. Ihr könnt alles nachlesen, ganz viele Fragen, die ich beantwortet habe und auch ganz viele Videos, die ich schon gemacht habe dazu. Unter anderem auf meiner Webseite babsis-bastelwerkstatt.de, da sind nochmal ganz viele Infos. Wie gesagt, wenn es Platz hat, nehme ich es nochmal hier oben rein, aber ich fürchte, das ist schon ziemlich voll. Und ansonsten habt ihr da auf jeden Fall ein super Angebot, das ihr ganz toll nutzen könnt. Was ich an der Stelle vielleicht noch kurz erwähnen wollen würde, wenn ihr sagt, ihr möchtet nur wegen dem Starter-Set einsteigen, weil das einfach so ein tolles Angebot ist und ihr habt gar kein Interesse daran, Stampin' Up Demonstrator zu sein, oder wenn ihr sagt, ich möchte nur einmal bestellen, nur wegen dem Starter-Set und danach nie wieder, dann ist es immer schön, wenn ihr der Demonstratorin oder dem Demonstrator, bei dem ihr ins Team einsteigt, das vorher mitteilt, weil dann einfach viele Arbeitsschritte erspart sein können. Genau. Ich würde mich da freuen, wenn ich da eine Info bekomme, wenn es jemand gibt, der wirklich nur sagt, ich möchte nur das Starter-Set bestellen und danach nie wieder. Das gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das könnt ihr natürlich machen und nutzen, aber wie gesagt, das ist immer schön, wenn man das vorher kommuniziert, weil der Demonstrator, bei dem ihr dann einsteigt, einfach weniger Arbeit hat und gleich weiß, woran er ist sozusagen. Es ist einfach fair und ehrlich und genau, so wäre es dann bei mir auch, da würde ich mich freuen. Ansonsten immer herzlich willkommen im Team und alle Infos dazu habe ich euch schon sehr, sehr ausführlich in verschiedenen Videos und wie gesagt auf meiner Webseite erklärt. Und jetzt, ihr Lieben, gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Blick in die Zukunft, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Information, die ich euch gerne weitergeben möchte. Und zwar betrifft es die zukünftigen Kataloge. Eigentlich hätte der Mini-Katalog ja im Juli starten sollen, Juli bis Dezember 2021. Aber durch die Schifffahrtskrise, das habt ihr ja sicher mitbekommen, und auch natürlich die aktuelle Corona-Lage, wird der Katalog
etwas verschoben um einen Monat, der Katalogstart. Das ist ganz wichtig. Der Katalog wird dann von August bis Dezember gültig sein. Der Name bleibt, also der Name Juli bis Dezember bleibt erhalten, aber die Gültigkeit ist, wie gesagt, von August bis Dezember. Das liegt einfach daran, dass so viel Ware schon bereits auf dem Seeweg zu uns unterwegs ist und da ist es einfach, ja, da kann es zu Lieferverspätungen kommen und somit hat Sam ab sich entschieden, das Ganze nach hinten zu legen, was ich sehr gut finde und ich hoffe, dass es dann nicht so große Lieferschwierigkeiten geben wird, wenn der Katalog dann startet. Wichtig für euch ist, der Mini-Katalog, der dann eigentlich Mini-Katalog August bis Dezember heißen müsste, aber wie gesagt, den Namen behält er natürlich, Juli bis Dezember. Der Mini-Katalog, der Verkaufszeitraum ist dann von 3. August 2021 bis 3. Januar 2022. Und genauso ist es auch mit der Celebration. Die wäre ja eigentlich im Juli bis August gewesen. Die wird auch um einen Monat verschoben und zwar von August bis September 2021. 3. August bis 30. September 2021. Da wird es die Celebration dann geben. Und das ist so eine ganz wichtige Information, die ich auf jeden Fall weitergeben möchte, damit ihr Bescheid wisst, dass ihr euch nicht wundert, warum sich der Katalogversand verschiebt, beziehungsweise warum sich das Ganze verschiebt und damit ihr wisst, warum das so ist. Also, dass es einfach keine Lieferschwierigkeit oder weniger Lieferschwierigkeiten gibt mit den Sachen, die jetzt im Moment auf dem Schiff unterwegs sind zu uns und damit es dann alles klappt, besser klappt. Also habt bitte Verständnis, wenn es trotzdem eventuell irgendwelche Schwierigkeiten geben könnte, dass manche Produkte nicht bestellbar sind zum Katalogstart von dem Mini-Katalog dann oder sowas. Für die aktuelle Lage, ja, sind wir natürlich alle betroffen und da hofft man natürlich das Beste, dass es gut klappt. Aber mit dieser Verschiebung der Katalogzeiten, finde ich, hat Stampin' Up! Da schon sehr viel vorgegriffen und das, glaube ich, wird uns, ist gut so, wie es ist. Und ich bin froh, dass sie das gemacht haben. Also, das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Aber ihr müsst natürlich darüber Bescheid wissen und dann, genau, wisst ihr, dass es nochmal eine Celebration gibt in diesem Jahr. Und dass das Ganze aber eben einen Monat später ist und dass auch der Mini-Katalog dann mit den ganzen Weihnachtssachen auch einen Monat später kommt als normalerweise. Genau. Ihr Lieben, das ist, glaube ich, echt ein langes Video geworden. Ich dachte, es wird viel kürzer, aber ich wollte es auch ausführlich mit euch besprechen. Wie gesagt, nutzt gerne diese Timeline in der Infobox, damit ihr wisst, wo ihr hinspringen müsst, wenn ihr was braucht. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich und ihr wisst jetzt Bescheid über die tollen Angebote, die es gibt. Und ich wünsche euch einen schönen, ja, einen guten Start in den neuen Katalog. Viel Spaß beim Stöbern. Wir haben ja jetzt wirklich ganz tolle Sachen im neuen Katalog. Und ja, ich glaube, da ist für jeden was dabei. So können wir uns auf jeden Fall über diesen einen Monat noch retten. Nee, also alles gut. Und ja, viel Spaß beim Bestellen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, genau, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer sage ich das, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten kreativen Video und ich freue mich auf euch. Tschüss!